Hallihallo und herzlich willkommen. Ich wollte euch mal zeigen, wie einfach es ist, eine geile, gesunde Pesto-Sahne-Soße zu machen, ohne Öl und ohne Sahne. Also eine vegane, leckere Soße, die schmeckt total gut zu Kartoffeln, zu Nudeln, zu Reis, allem. Wir machen es mal ganz schnell, damit ihr mal in Echtzeit seht, wie sowas funktioniert. Ich habe hier so eine Dose Kidneybohnen mit der Flüssigkeit drin, 400 Gramm ist hier drin. Das kommt hier direkt in den Mixer rein, komplett mit allem. Dann eine Dose, oder klar, Sie können natürlich auch Gläser kaufen, ist klar. 340 Gramm Mais mit allem, was da drin ist, kommt hier rein. Dann gebe ich noch immer dazu so einen Esslöffel Gewürzsalz. Da habe ich so ein ganz scharfes hier, so ruhig ein bisschen gehäuft, weil da ist nicht viel Salz drin, aber es ist schön pikant. Einfach nochmal ein bisschen für den Geschmack. Dann habe ich hier 150 Gramm Zwiebeln, die sind hier eingefroren und schon geschnitten. Da muss ich mir dann keine große Arbeit machen. Vor allem habe ich sie dann immer frisch da. Einfach auch komplett rein. 150 Gramm Zwiebeln, das soll ja nach was schmecken. Ne? Veganes Essen muss halt auch immer gut gewürzt sein. Es muss immer ordentlich was drin sein. Und deswegen packe ich hier alle Zwiebeln rein. Dann habe ich hier noch 75 Gramm Basilikum. Das kommt auch komplett da rein. Jo, alles rein in den Mixer. Übrigens der Harexco Hochleistungsmixer. Und jetzt muss ich mal gucken, weil das hatte ich noch nicht abgewogen. Ich fülle das jetzt erstmal so ganz gut mit dem Reisdrink. Sage euch dann am Schluss auch nochmal, was ich genommen habe. Dass das hier so ganz gut bedeckt ist mit dem Reisdrink. Das waren jetzt erstmal schon mal so 450 Milliliter. Ich mixe das erstmal durch, mal so wirklich mal eine Minute mixen. Und fertig ist die Pesto-Sahne-Soße. Ich schaue mir mal an, ob die Konsistenz mir gefällt. Ja, sieht super gut aus. Ich probiere die auch mal. Sehr gut. Perfekt. Wer es noch ein bisschen schärfer oder noch salziger will, der kann noch ein bisschen was dazu tun. Das ist ein gutes Grundrezept. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das dann halt nochmal im Topf ein bisschen aufwärmen. Ich mache es meistens so, dass ich in ein Glasgefäß das Ganze fülle, im Kühlschrank stelle und immer dann wieder kurz aufwärme mit dem jeweiligen Gericht, was ich mache. Sehr praktisch, immer so was da zu haben. Das sind jetzt 1,5 Liter Soße. Damit kommt ihr eine Weile aus. Besteht nur aus Bohnen, Mais, Zwiebeln, Basilikum und Reisdrink. Ja, das Rezept findet ihr in meiner Infobox zum Nachlesen. Viel Spaß beim Nachmachen. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch geile Soßenrezepte habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Vielleicht mache ich das auch mal in einem Video nach. Bis bald. Tschüss.